Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu der Woche vom 1. bis 7. Juni. Liebe Zuschauer, am Montag, dem ersten Tag der neuen Woche, wird der Mond im Zeichen Skorpion fortschreiten. Zu Anfang der Woche könnten Sie sich emotional etwas strapazieren. Der zu erwartende Vollmond in dieser Woche könnte es uns erschweren, unser emotionales Gleichgewicht zu bewahren. Wir sollten uns den Beziehungen ruhiger annähern und in dieser Woche keine plötzlichen Reaktionen zeigen. Am 1. Juni in den Abendstunden wird der Mond in das Zeichen Schütze übergehen. Am 2. Juni um 19.18 Uhr wird der Mond die Vollmondphase erreicht haben und somit wird 11 Grad im Zeichen Schütze ein Vollmond entstehen. Dieser Vollmond im Zeichen Schütze wird langfristige Ziele, die Bildung, juristische und internationale Angelegenheiten und das Thema Reisen in den Vordergrund unseres Lebens stellen. Während des Vollmondes wird eine Planetenballung im Zeichen Zwillinge zu beobachten sein. Da Sonne, Merkur und Mars im Zeichen Zwillinge fortschreiten, wird die Kommunikation in dieser Woche sehr hoch sein. Allerdings wird die Retroposition des Merkurs sowie das Quadrat des Neptuns im Zeichen Fische zum Vollmond chaotische Bedingungen herbeiführen. In der Vollmondwoche werden diese Auswirkungen viel intensiver sein. Somit könnten wir im Alltag unsere Pläne komplett verfehlen, unsere Planungen könnten sich ändern und wir überraschenden Situationen begegnen. Deshalb sollten wir auf diese Dinge etwas vorbereitet sein. Venus wird am 5. Juni in das Zeichen Löwe übergehen und wird bis zum 19. Juli dort fortschreiten, welches eine weitere wichtige Entwicklung dieser Woche darstellt. Venus wird sich im Zeichen Löwe in einer äußerst effektiven Position befinden, insbesondere in den Bereichen Liebe, Romantik, Unterhaltung, Kunst und Finanzen, also Bereiche, die Venus repräsentiert, werden sie viel mehr Glück genießen. Bis zum 19. Juli werden wir uns in einer Phase befinden, in der wir viel mehr Spaß im Alltag haben werden, die Kunst im Vordergrund stehen wird und wir vermehrt an Organisationen, Partys, Hochzeitsfeiern und Besprechungen teilnehmen werden. Venus wird sich aus Sicht der Zeichen des Feuerelements Löwe, Widder und Schütze in einer noch vorteilhafteren Position befinden, wird allerdings positive Auswirkungen auf alle Zeichen haben. Während dieser Phase könnten wir etwas mehr Wert auf unseren Komfort legen, Glück im Bereich der Finanzen genießen und werden in unserem Alltag viel großzügiger sein. Wir könnten dazu neigen, mehr Geld für unsere eigenen Wünsche, die Unterhaltung sowie für unsere Liebsten auszugeben und teure sowie luxuriöse Produkte einzukaufen, meine lieben Zuschauer. So viel zu Ihrem allgemeinen Horoskop vom 1. bis 7. Juni, meine lieben Zuschauer. Bitte verfolgen Sie auch die Horoskop-Videos Ihres eigenen Sternzeichens und Aszendenten. In diesem Sinne, bis bald!